Ratzen der letzten Wochen erholt. Ach, ja, das ist fast wie Urlaub hier. Das war eine super Idee mit dem eigenen Whirlpool. Das ist so richtig pupswarm hier drin. Hast du hier reingepupst? Nein, das würde ich doch nie machen. Ach, nur reingepullert. Oh. Was? Da will ich hier raus. Ach komm, hast du noch nie ins Wasser gepullert? Nein, also höchstens vielleicht, als ich klein war. Na gut, ich habe jetzt auch genug. Komm, dann machen wir uns jetzt auf dem Sofa gemütlich. Ja, das ist jetzt besser. Aber jetzt erzähl doch endlich mal, wie war das denn jetzt alles? Und was war mit diesem komischen Frosch? Also, das war so verrückt. Ich war draußen vor der Gemeinde und wollte dir gerade einen Blumenstrauß auf der Wiese pflücken. Und völlig plötzlich, aus dem Rücken heraus, hat plötzlich jemand einen Sack über meinen Kopf geschmissen und mich da reingesteckt und entführt. Das war Frederik, der Frosch, einfach ohne zu fragen und hat mich mit in sein Zuhause genommen. Aber warum macht er denn sowas? Na, der war irgendwie neidisch auf mich. Der kennt mich von der Kiki-Show und wollte auch mal so berühmt sein. Und außerdem sollte ich ihn noch bedienen. Und irgendwie hat er sich einen eigenen Freund gewünscht. Das ist aber komisch. Ja, der ist komisch, wirklich. Ich sollte dann Alkohol trinken und Brötchen klauen und verrückt, ich sollte dann schreiben, dass du nicht mehr meine Freundin bist. Das hast du gemacht? Nein, sowas würde ich doch niemals schreiben. Ich habe geschrieben, Ricky ist meine beste Freundin. Ja, aber dann war der ganz schön sauer. Und dann hat er vom Hoffest gehört und plötzlich hat er angefangen, wie ein Bekloppter zu trillern, also eher zu quaken. Ich sagte, ich hatte jeden Tag Kopfschmerzen. Ich gehe jetzt zu Hoffest und stell dir deine Show. Nein! Nein, das darfst du nicht! Ich werde dort gebraucht! Und damit du nicht abhaust, sperre ich dich hier in den Käfig. Oh nein! Nein! Aua! Ich werde die beste Show aller Zeiten machen und dich findet hier keiner. Nein! Hilfe! Hilfe! Und wie war es eigentlich bei euch? Ach, na ja, also ich habe mir ja erstmal ganz, ganz viel Sorgen gemacht und wusste mir keinen Rat. Und die Polizei, die wollte sich nicht drum kümmern, die wollte mir nicht helfen. Und das Tierheim hatte auch nichts von dir gehört. Es war richtig aussichtslos. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Bis dann dieser Zettel gebracht wurde. Ihr habt tatsächlich meine Nachricht gefunden? Das ist ja ein Wunder, die ist mir mit dem Wind weggeflogen. Ja, jemand aus der Stadt, der auch immer die Kiki-Show schaut, hatte ihn gefunden und vorbeigebracht. Verrückt. Und wie seid ihr denn auf die Froschteichspur gekommen? Das war so. Über David haben wir herausbekommen, wer den Zettel gefunden hatte und wo er ihn gefunden hat. In der Nähe vom Teich. Und dann haben wir alle Tiere und alle Menschen am Teich gefragt und alles abgesucht, aber nichts gefunden. Später sind dann aber Joseph und Feline nochmal zu den Teichen gegangen und haben am hinteren Teich gesucht. Komm, Joseph, wir suchen hier am Teich. Ein Hoffest ohne Kiki geht nicht. Alle Spuren haben bis hierher geführt. Er muss hier sein. Du gehst da lang, ich hier lang. Hallo, Flicky, ich bin Frederik Frosch. Was? Ich heiße Ricky Henne und nicht Flicky. Ach, Flicky, ist eure Superhahn weg? Ja, Kiki wurde entführt und wir können ihn nirgendwo finden. Vielleicht ist er ja aber auch nur weggelaufen. Promis haben auch mal die Nase voll. Jetzt bin ich ja da. Ich kann ja jetzt die Kiki-Show übernehmen. Was? Ein großer, glitschiger Frosch? Niemals! Das kommt nicht in unsere Kiki-Show. Du kannst doch nicht den Kiki ersetzen. Niemals! Wir werden Kiki retten. Wir werden ihn finden. Und unsere Freunde helfen uns dabei. Kiki, wo bist du? Hast du was gefunden? Nein, ich auch nicht. Komm, dann weiter.
Feline, ich hab was. Federn. Sind die von einem Schwan? Bäh, riecht eher wie Kiki. Aber ich sollte das lieber mal genauer überprüfen. Sie ist von Kiki. Er muss hier gewesen sein. Und das ist noch gar nicht so lange her. Die Feder ist noch warm. Kiki! Ich bin hier! Kiki! Wo? Das kommt von der anderen Seite des Sees. Ja, schnell, komm! Hier bin ich! Kiki! Kiki, da bist du! Da bist du! Schnell, hol ihn raus! Wer hat dich da eingesperrt? Henrik Frosch hat mich entführt. Wer? Ja. Du bist ganz schnell dorthin. Auf zum Hoffest, wir retten die Kiki-Show. Schnell! Ricky, Ricky, wir haben Kiki gefunden. Er wurde Scheiße, Kiki ist wieder da. Du hast einen Frosch entführt. Was? Kiki, du bist gerettet. Bin ich froh. Kiki wurde gerettet. Das sind doch endlich mal gute Nachrichten, nachdem man in den letzten Wochen entführt wurde und man überhaupt nicht wusste, wie es Kiki geht. Bei uns in der Themenserie von Daniel wurde auch jemand gerettet. Nebukadnezar war damals der größte König auf der Welt und er wollte, dass sich alle Menschen vor ihm verneigen. Und dafür ließ er ein Standbild bauen und alle Menschen, die sich nicht vor ihm verneigen wollten, sollten in den Feuerofen geworfen werden. Und die drei Freunde von Daniel wollten sich aber nicht vor ihm verneigen, weil sie Gott allein die Ehre geben wollten. Sie wollten sich vor keinem Menschen verneigen, sondern nur vor Gott. Und sie hatten aber keine Angst, weil sie wussten, Gott kann uns retten. Sie vertrauten ihm zu 100%. Und für mich scheint diese Situation eigentlich ziemlich auswegslos. Also wenn ich in den Ofen geworfen werde, wo einfach Feuer drin ist, oder allgemein, wenn ich mit Feuer in Berührung komme, bekomme ich eigentlich schon Angst und habe nicht das Gefühl, dass es mir nichts antun kann. Aber sie haben zu 100% vertraut und haben gesagt, wir wollen Gott die Ehre geben und wollen uns nicht vor einem Menschen verneigen, sondern vor Gott allein. Und Gott stand ihnen einfach bei. Er war an ihrer Seite und das war auch ganz offensichtlich, denn in der Bibel steht, wie Gott einen Engel an ihre Seite gestellt hat. Sie waren nicht mehr nur zu dritt im Ofen, sondern zu viert. Er hat sie nicht im Stich gelassen und hat sie beschützt und ihnen ist im Ofen gar nichts passiert. Und genauso können wir auch vertrauen, dass Gott immer bei uns ist und dass er uns nie alleine lässt. Hey Papa, ich danke dir, dass du einfach immer bei uns bist, dass du an unserer Seite stehst und uns nie allein lässt und wir immer dir vertrauen können und gewiss sein können, dass du bei uns bist. Amen. Wow! Die drei wurden ja auch gerettet. Ziemlich cool. Ja, das war ein Abenteuer. So viele Abenteuer. Und bei uns wird's ja auch nicht langweilig. Bald geht's nämlich nach Ägypten, ja, aufs Camp. Da freue ich mich schon so drauf. Oh, Ricky, wie viele Tage sind's denn eigentlich noch? Oh, Kiki, das fragst du jeden Tag. Na und? Gestern waren's 15, also sind's heute noch 14. Genau. Und morgen sind's dann 3.